Sehr starke Line. Die war gut. Die war richtig gut. Mega bewundernswert eigentlich. Und hat ja diesen Anime-Spirit auch komplett in sich. Aber und auch wieder die Pausen lässt zwischen den Bars immer so, dass die Crowd ein bisschen Zeit hat zu cheeren und so. Auch cool. Dann kommen wir direkt zum ersten Ding. One Piece versus Naruto. Ist eine Sache, wo ich direkt sagen würde, natürlich One Piece, wo ich Naruto auch total liebe. Aber ein Kollege von mir, der Regent, würde das wahrscheinlich anders sagen. Letztes Mal haben wir uns ja schon bei Big Difference hier Anime versus Marvel reingezogen. Das fand ich so semi-geil. Mal gucken, ob das hier besser wird. Was halte ich von One Piece? Was soll ich von einem Anime halten, wo Piraten sind, an dem der Kapitän nicht schwimmen kann? Oder was soll ich davon halten? Okay, nein, nice. Seite. Ich repräsentiere Naruto und Naruto. Er hätte nicht mehr Spaß beiseite sagen müssen. Man hat allein bei seinem Sachen schon, bei seinem Lachen schon gemerkt, dass er beide Anime sehr, sehr stark feiert. Das wird er auch am Ende zu 100% safe nochmal sagen. Ich tausendmal besser. Also ich repräsentiere heute One Piece. Definitiv liegt für mich als Anime ein bisschen weiter vorne. Aber ich habe auch Respekt für Naruto. Ich feiere Naruto selber. Nur heute wird Naruto dumm aussehen. Bruder, diese Frage, ob Naruto gegen Ruffy gewinnen würde. Natürlich, Bruder. Bruder, gar keine Diskussion. Guck mal, Ruffys Gegner ist Wasser. Hast du Wasser ist vorbei, Bruder? Weißt du, was ich meine? So. Ruffy gewinnt safe. Ich sag nur G5. Jeder, der sich die Folgen angeschaut hat, weiß Bescheid. Es ist die absurdeste Fähigkeit dieser Welt. Schicht im Schacht. Aber auch die freieste Fähigkeit dieser Welt. Na, wir warten nochmal ab. Naruto ist schon längst vorbei. Okay, Boruto läuft noch. Die Baryon-Form von Naruto ist ja jetzt auch interessant. Aber One Piece läuft noch und Gear 5 ist schon jetzt insane. Ob ich meinen Gegner kenne, ist Castro natürlich, er macht Anime-Rap. Er ist natürlich sehr, sehr krass, aber ich bin mir sicher, ich bin um einiges besser als er. Und schau dich das an, weil hier wird gekillt. Gelaber, ich Alter. Aber mir ist scheißegal, wer mein Gegner ist. Deswegen holt alle ran, egal wen. Ja, einfach ein geiles Feeling, das feiere ich ja. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big Difference, noch einmal! Ah, ich erkenne ihn wieder, das war der, wo ich letztes Mal so gesagt habe, dass er so öfter mal so Grimassen zieht und so übertreibt, wenn jemand eine Bar bringt, dass er dann direkt so drauf ist. Mal gucken, wie es dieses Mal ist, ich freue mich ja. Mit Zustand, wir haben auf meiner rechten Seite One Piece und auf meiner linken Seite Naruto, macht doch einmal Lärm! Ehrentyp mit dem Strohhut da hinten. One Piece wird beginnen, checkt ab, Kaiser Lounge, Castor 17 in Krefeld wie gewohnt und checkt Explore ab, geiles Getränk, nichts hinzuzufügen. One Piece wird beginnen, let's go. Den Beat kenne ich irgendwoher. Schon als ich den Raum betrat, wusste jeder, was ich mit deinesgleichen mache. Kleiner Gara, du kriegst keine Zeit zum Lachen. Ich zeige keine Gnade. Mein letzter Gegner wird verrückt und baut sich jetzt Anime-Figuren aus seiner eigenen Kacke. Komm, zeig mal deine Punchlines, du Kelp. Ich sorg dafür, dass dieses arme Schwein die Wahrheit erkennt. Was? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Hä? Ernsthaft? Also sein letzter Kontrahent hier bei Big Difference? Nee. Nicht bei Big Difference, oder? Oder? Oder ist das jetzt bezogen auf Naruto? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich war gerade schon komplett verwirrt. Zum Lachen. Ich zeige keine Gnade. Mein letzter Gegner wird verrückt und baut sich jetzt Anime-Figuren aus seiner eigenen Kacke. Komm, zeig mal deine Punchlines, du Kelp. Ich sorg dafür, dass dieses arme Schwein die Wahrheit erkennt. Ich nehm dich unter die Lupe, werd dein Dasein entstellen. Ich glaub, 4-7 hat schon heimlich deinen Grabstein bestellt. Sowas liest man heute nicht alle Tage. Sein Dorf fehlt ne spielsüchtige Säuferin zum Tage. Darf ich vorstellen? Da Wasch ist sein Kampfname. Er kommt vom Dorf, was versteckt liegt hinter den Arschhaaren. Ja, okay. Hä, das habe ich nicht ganz verstanden. Kann man das so übersetzen? In dem Punkt? Ich meine, alle Dörfer liegen ja versteckt hinter irgendwas bei Naruto. Ich habe erst Castro jetzt noch nicht ganz geblickt, ob er jetzt Naruto an sich, das Franchise, als Angriffsfläche nimmt. Oder das Dorf. Oder den Charakter. Das ist so. Habe ich noch nicht ganz gerafft. Ich mag es, wie er rappt. Technik ist sehr konstant, sehr solide, 3 bis 4 selbige Reime meistens. Manchmal bringt er noch so kleine 32. mit rein, also dieses typische. Das bringt er manchmal und das gibt dem Ganzen noch ein kleines bisschen mehr Wucht.
Gesicht verbergen wie ein Bunker. Denn es sieht aus wie ihr Geld, ist der Entstellte von 300. Du hast Freunde, ja, sie grenzen an ein Wunder. Sie sind auch bekannt als Inuzuka-Clan, denn sie hängen mitten im Hunter. Okay, ja. Es passieren ganz gestörte Sachen in seinem Dorf, so dass ich mich frage, was zur Hölle macht dieser Jiraiya und Naruto. Ein perverser 50-Jähriger lässt einen 12-jährigen Jungen sich in ein nacktes Girl verwandeln. Das war auch immer eine der weirdesten Stellen in Naruto Classic. Da habe ich mir auch jedes Mal gedacht, oh mein Gott, was zur Hölle, was zur Hölle, Alter. Das ist ein gute Punchline an der Stelle. Demut, kleiner Mann, ich komm wie Ruffy allein gegen 100.000, wen rufst du jetzt an? Es riecht nach Pisse, geh, ruf deine Clan, du bist so hässlich, Leute sehen dich und denken, sie sind dem Genio zugefangen. Du kommst als Fanny her, betten und brech dein Herz in Mugen Tsukuyomi, träumst du, dass du Enma wärst? Hiernach bin ich als Narutos bester Bösewicht bekannt, doch dich Loser zeig Kishimoto höchstpersönlich an. Wer ist dieser Pisse? Finde ich auch gut, also in Bezug auf den Mangaka und auch das mit dem Genio zu eben gerade. Das war eine geile Übertreibung, auch wie er sich zur Crowd gedreht hat. Und auch wie er die Pausen lässt zwischen den Bars, immer so, dass die Crowd ein bisschen Zeit hat zu cheeren und so. Auch cool. Bösewicht bekannt, doch dich Loser zeig Kishimoto höchstpersönlich an. Wer ist dieser Pisser? Deine Made, deine Parts sind wie der Naruto-Anime, bestehen zur Hälfte nur aus Fillern. Kein Feature, geil. Nein, du kriegst eine Abfuhr. Sein Jutsu des vertrauten Geistes ist ein Crack-Junkie aus Frankfurt. Das ist auch eine geile Line. Ich habe schon so viele deine Jutsu, also dein vertrauter Geist ist halt das und das. Das gibt's ja auch in Harry Potter mit dein Dementor ist dein Bastard oder irgendwie so. Dein Dementor, Alter. Natürlich. Dein Patronus ist ein fauler Hund oder sowas in der Richtung. Deswegen cool, dass er das auch noch genutzt hat. Rapper, so als hätte ich mir in die Hose geschissen, meinen Hoden gekniffen. Was für krasser Albaner, Mann, wegen dir verschwindet vor Scham von der Flagge der Adler. Stimme ausraster am Ende. Nee, aber geil, hat er gut gemacht. Geile Runde bisher. Wäre jetzt für mich so eine 7 von 10. Erste Runde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da. Hat ihm wahrscheinlich gerade gesagt, dass er sich zur Kamera drehen soll. Du zu sagen hat, weil ich bin Fan von beiden Animes. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Ja, ja. Du rappst todesernst, Digga. Wir sind zwei erwachsene Männer, die sich über Animes streiten. Das hat er so ausgenutzt. Weil er wusste, dass S. Castro wahrscheinlich zuerst drankommt. Da hat er sich schon gedacht, okay, S. Castro hat halt einen ernsten Rap-Style, ich habe auch einen ernsteren Rap-Style. Und das hat er natürlich dann direkt ins Lächerliche gezogen. Das ist gut, weil er dadurch einen Frame erzeugt und ihn, also weil er jetzt schon so, ist so darstellt, als wäre S. Castro dieser verbissene Weep und er ist so dieser, der seine Rolle nicht ganz so übertreibt. Das nimmt das, dem Ganzen diese ernste Ebene raus. Und das ist natürlich schon ein fieser Vorteil jetzt, weil S. Castro hat ja seine Parts alle schon geschrieben und er wird jetzt nicht im zweiten Part plötzlich nicht mehr ernst sein. Oh, das ist ja mies, Alter. Ist halt fies, weil jetzt haben alle angefangen zu lachen, aber S. Castro guckt immer noch ernst. Und er versucht jetzt diesen Frame zu halten und versuchen dieses ganze Ding aufrecht zu erhalten. Aber das macht's halt noch lustiger. Das ist fies. Willkommen in Konoha. Mein Team geht nur aufs Ganze. Du bist One Piece, wegen Ivankov die Transe. Und wer das Battle hier gewinnt, ich bin Naruto. Heute stecken 9 Schwänze in dir drin, sag mal. Ist das ja. Alles sehr naheliegend bisher. Ich finde, aus den geschwänzten Tieren hätte man bestimmt irgendwas Besseres machen können. Vielleicht kommt da auch noch was. Ich finde, es mit der Transe war okay. Aber auch da, so, da fehlt mir ein bisschen die Kreativität. Wie gesagt, simples Name-Dropping alleine zieht nicht. Da hatte S. Castro schon ein paar Ideen. Zum Beispiel das mit dem vertrauten Geist fand ich cool. Aber es ist ein Einstieg. Wir gucken mal. Generell, ich finde, der Stimmeinsatz von ihm ist etwas lascher als bei S. Castro. Weniger fokussiert, weniger prägnant. Aber das ist ja auch nur der Einstieg. Auch generell, wie gesagt, die Gesichter, die Leute waren einfach insane. Er hier hinten, warte, hier, er hier, der den feiere ich. Bruder, nehmen wir Zorro sein Schwert, dann wird er geslappt von Sakura. Gucke Beefen, Grad 2, doch nur einer hat in diesem Tag Etaschen vegan. Heute schluckst du die Uchiha's ab. Den raff ich nicht. Uchiha ist wahrscheinlich einfach Neologismus, oder? Das kam jetzt nicht so im Anime vor, oder? Vielleicht hat sich auch einfach nur wegen Samen und Clan irgendwie so. Also eher wack. Seine Stimme drückt beim Rappen ein bisschen hier seine Stimmbänder zusammen. Und dann klingt das ein kleines bisschen so. Er macht es jetzt nicht so extrem, aber er lässt es nicht einfach fließen. So ein S. Castro zum Beispiel, der hat einfach eine sehr, sehr, sehr brummige Stimme und lässt das einfach rausfließen, ohne was zusammenzudrücken. Wodurch er halt mehr mit dem Mund formen kann, wie er rappt. Dadurch kann er halt Double Time rappen, ohne dass es seinen Druck verliert. Hier sein Kontrahent. Das Name auch echt mal irgendwo stehen könnte, damit ich ja mal nachgucken kann. Ihm fehlt es an Druck, weil er halt seine Stimme zusammenquetscht, unter anderem.
Arnesh Baba. Warte mal 10 Jahre, rappst du über Anime-Saga? Du bist so alt wie Madara, so alt wie mein Vater. Du bist so alt, du warst da, bevor Anime da war. Ich würd deine Anime Piraten auf... Ist gut aufgebaut, weil da zwei Reime vorher kamen und dann die da, fünfsilbig, sehr simpel allerdings, alt wie Madara, na, Anime Star waren, ist jetzt von, also keine krassen Nomenreime oder irgendwie sowas, aber solider Aufbau kann man durchaus machen. Escastro ist ja schon ein bisschen älter, deswegen zieht auch die Angriffsfläche mehr, dass er ein alter Mann ist, der über Anime redet, was man schon in einem Rap-Battle auf jeden Fall als Angriffsfläche nutzen kann. Mehr, obwohl der Kapitän nicht schwimmen kann. Jo. Du bist der erste Pirat mit der Deep-Drop-Frucht. Naruto und dem Shit, ich okay. Hab die Kraft, du so Makis. Was Monkey D. Ruffy gegen die Flammen Itachis? Kam auf die Der Reim hat mir gefallen. Monkey D. Ruffy gegen die Flammen Itachis. Das ist deswegen geil, weil... Da. Das ist ein solider 16-Flow, ohne dass einmal Pause gemacht wurde. Und es fließt locker durch. Voll geil. Und dann auch noch dieser Reim darauf. Na, wieder fünfsilbig, direkt aufeinander. Gegen das nur, das gegen die dazwischen, aber folgt dann direkt aufeinander. Reimtechnisch sehr stark. Albaner Adem, ihr Schari und kille die Bitch mit einer Hand, als wäre mein Name Kakashi. Was machst du so auf Ort, bist du näher? Du bist das ist geil, dass das war, ist auf Rin bezogen. Gibt's ja auch sehr viele Memes innerhalb der Naruto-Community, dass Kakashi die halt ins Jenseits geschickt hat. Es ist nett, auf jeden Fall. Alter böser Mann, der schreit auf Anime fährt hier. Und was für Katana Schwert, du siehst so nett aus wie einer, der mir Mathe erklärt. Das ist, mit dem Grinsen und der Attitüde und dem, was er vorher aufgebaut hat, haut das gut rein. Obwohl das jetzt keinen Anime-Bezug hatte, nur der Reim mit Katana Schwert. Ich bin Bruder, denn Sima, guck, wir beide feiern Anime, so Kunst in den Liedern. Doch um Hokage zu werden, leg ich Bruderschaft nieder, deshalb kill ich diesen Bruder, Sasuke Uchiha. Jo. Aber Sasuke wurde ja nicht gekillt, Itachi wurde ja gekillt. Er wollte halt einen Reim auf Sasuke Uchiha finden, das finde ich cool, auch dass er es so gereimt hat. Generell reimtechnisch jetzt gar nicht so, also wirklich gar nicht so schlecht. Ich würde mal behaupten jetzt, dass die gleich auf sind von dem, was die bisher geleistet haben. Vielleicht ist er recht sogar ein bisschen besser, was das angeht. Punchline-mäßig war es cool, was er versucht hat. Und einige Sachen waren auch ganz gut. Aber dieser Punch, so dieses, dieses, wisst ihr, so dieses... Schnippen, dieses Gefühl von, ja Mann, das zieht. Das habe ich noch nicht so ganz gehabt. Ich finde das so cute, wie die das auch alle fühlen. Okay, ich hab's gesagt, wir sind zu deiner Beerdigung gekommen. Extra in schwarz gekleidet, einige Jungs. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Du wolltest mit mir den Boden wischen, jetzt werde ich dich zum Boden machen. Ja, das ist halt fies, weil er jetzt vorher diese Ernsthaftigkeitsding etabliert hat und ich glaube ernster als dass man sagt, dass es die Beerdigung wird und ich bring dich um und ich mach dich dem Erdboden gleich, ich glaube ernster und melodramatischer kannst du nicht unterwegs sein, deswegen kann man schon sagen, die Angriffsfläche von ihm ist sehr gut gewählt. Ist wirklich gut gewählt. Also das macht auch die, die teilweise nicht so ziehenden Punchlines wieder wett. Ich sehe die aktuell noch als gleich auf. Anime-Rap, sein Urgroßvater konfrontiert den Kleinen jetzt mit Waffen Schmerz. Boom, in meiner Hand formt sich das Mikrofon zum Waffenschwert. Nenn mich Whitebeard, ich bleib hier der Baba. Aus deinem Arsch laufen grad aus Angst 2 Liter Wasser. Nennt mich Whitebeard, ich bleib hier, na Baba, 2 Liter Wasser. Das war technisch, war das auf jeden Fall auch übersolide. Punchline ist ein bisschen meh. Will mich wissen, aber nichts, nada, kill, radar, unbesiegt, gib niemals den Löffel ab wie Simsala, über Menschen. Das verstehe ich nicht, weil geil geflowt an der Stelle, dip, da. Also zweimal diesen IAA-Reim, 3 Silben und dann auf Simsala am Ende, cooles Nomen. Problem ist, das ist halt ein Pokémon so. Das hat nichts mit dem zu tun, worum es hier gerade geht. Und das finde ich immer komisch, weil du hast doch den Platz. So, kannst mir nicht erzählen, dass diese Themen, über die ihr da rappt, dass die nicht reichen für 2 16er oder wie lange auch immer die da rappen. Da ist jede Line, die nicht das Thema thematisiert, meiner Meinung nach verschwendet, absolut verschwendet, weil das Thema viel zu viel hergibt. Aber der Flow, ich muss es nochmal sagen, er ist deutlich taktsicherer, deutlich mächtiger auf dem Beat. Er rappt einfach halt... rappt da wie eine Maschine drüber und er ist auch mega konzentriert. Das ist sein, da ist sein Kontrahent nicht so gut, nicht so stark drin. Allah im Summer, er ist jetzt mein Groupie. Ja, ich mach aus Mustafa ne Mistafa. Ich mach dir die Kajoken, warum machst du? Ich bin das Original und du nur mein verdammter Zetsu. Gegen mich hat jeder nur als Underdog den Kampf verloren. Ich komm in deine Stadt, ganz Berlin erlebt den Buster Call. Geil, die feier ich. Gib den Ton an die Augen, schieb dir frohlich in dein Maul und du machst Platz wie Akamaru. Ich
kipp den Tonarm wie Apu. Wie er das auch, wie er das betont und das Mikrofon quasi schon spuckt. Das ist stark, sehr stark. Der Barsch ist ab heute nur das deutsche Wort für köppig. Er zeigt seinen Arsch und sagt, er hat das neunte Tor geöffnet. Sehr starke Line. Die war gut. Die war richtig gut. Das ist halt das, was ich meine. Er vergleicht hier zwei Dinge miteinander, ne? Einmal so dieses typische Arschgeben und einmal Jutsu der acht inneren Tore. Vergleicht diese Ebene miteinander und daraus entsteht ein Witz, eine Punchline, irgendwas, was Klick macht. Einfach eine gute Pointe und zwar am Ende der Line und die zieht einfach. Auch wenn, ich glaube, der Reim war okay. Hören wir nochmal rein. Eine deutsche Wort für Körpeck, achtes Tor geöffnet, da reimen sich eigentlich nur die letzten zwei Silben. Also reimtechnisch gesehen hat er hier die Pointe, die Wirkung der Pointe für Technik, also nee, er hat die Technik für die Pointe geopfert und ich finde, das ist sehr legitim in einem Live-Battle in so einer Situation. Er zeigt seinen Arsch und sagt, er hat das neunte Tor geöffnet. In der Punkt. Flow wie eine Kaskade, du spittest Blut. Nach der Schlacht, dir lautet dein Nachname nur Missgeburt. Wenn das geht jetzt, du hast dich geschnitten, denn ich bin verflucht. Auf einmal macht der Spacko Ninja-Moves. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich da waschen? Lack Mund zu, wer hat diese Gummipuppe aufgeblasen? Komm, du Kerl, Kürzaki pumpt dich weg. Treffe wie eine Beretta mit allen Metaphern und Wörtern verdoppelt. Ich stacke der Puncher mit Hacke wie Monkey the Ruffy. Du kriegst einen Schockeffekt, denn ich bin immer noch unter dem Himmel. Der König, ihr halt deinen Kopf gesenkt. Du hast keinen Platz. Okay. Da bietet der ungefähr 6 oder 87 BPM ungefähr. Und neben seinen 32. Rolls, die er mit einstreut, hat er eben gerade konstante 16. reingebracht. Konstante 16. Triolen. Also das Raster gewechselt. Und hat es geschafft, relativ verständlich zu bleiben. Was schon stark ist, gerade live. Ich rede nicht vom Nara-Clan, wenn ich sag, du wirst ewig in meinem Schatten stehen. Auch okay. Bessler Beute nie wieder, denn vor mir steht ein halber Mann, so wie Obito Uchiha. Halber Mann wie Obito. Weil Obito zur Hälfte hier, was waren da nochmal, verbrannt oder so? Meint er deswegen? Was? Kranke zweite Runde von One Piece. Dieser One Piece. Was Naruto zu sagen hat. Let's fucking go. Tschüss. Tschüss. Yeah. Hätten sie den Beat nicht ein bisschen länger machen können? Ich gehört deinen Eltern, aber deine Knochen gehören mir. Okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Was ist das? Ja. Ja. Meine Lunge all black wie Azumas und die Kachi wird missbraucht. Hau dir per Nackenschläge locker ein paar Backenzähne raus. Stark gereimt. Sehr, sehr stark gereimt. Wieder mal. Per Nackenschläge ein paar Backenzähne raus. Ich meine. Alrighty, so auch wieder Aussage Banane, aber gut gereimt. Nicht dafür sorgen, dass wir uns nicht verstehen. Nein, ich will, dass du wie Shisui vor Klippe stehst. Du bist ein Simp und so wie Sanji vor den Damen. Du kommst im Bett schneller als Minato Namikaze. Aber meiner ist so lang, dass er schon Luxus macht. Ich fang so lang, sie denken, ich hätte die Gum-Gum-Kram. Eine Frage, bevor du... Weird, dass das Castro die Zeile nicht gebracht hat. Sprichst, wenn ich Shanks köpfe, ist das dann ein Kaiserschnitt? Unsere Frauen wie... Fand ich geil. Gerade weil das diese typische Bushido-Line mit wenn ich das mache, bin ich dann das, war. Das ist perfekt, doch ihr habt einen Army, das ist Anime, Sarah, GBS. Mann, ich glaube, dass du hyperventilierst, was du Ruffy, du bist allerhöchstens Lissop in dem Spiel. Und kommst mit deiner Stimme, wo die Pulsadern brennt, aber dann mit deiner Statur von Brook, dem Skelett. Du bist fast 40 und in dir ist Frust, denn Zeit hält nicht an, es macht innerlich Druck, es macht Tick in der Brust. Ich habe immer so das Gefühl, immer wenn es auf Äußerlichkeiten geht, machen die Leute sich so ein bisschen zum Kasper, wenn die damit gefrontet werden. Liegt es dann daran, weil die sich wirklich davon angegriffen fühlen? Weil bei allem anderen hat er ja stillgehalten. Und das ist dir bewusst, denn 10 Jahre ohne Fortschritt ist nicht die richtige Kunst. Meine Worte können stechen, deine Klingen sind stumpf. Dein Rap bezahlt keinen Strom, Dicker, nicht mal die Luft. Warum machst du trotzdem weiter? Sag mir, ist das eine Sucht? Du bist wie dein Anime, Mann, du findest keinen Schluss. Das hat keiner dir erlaubt. Sehr starke Pointe gegen Ende, das fand ich gut. Bei One Piece kann man sich ewig anhören, dass der kein Ende findet und deswegen wollen sich viele Leute das auch nicht angucken. Und das als Metapher zu nehmen für Escastros Karriere, finde ich stark. Vor allem, dass das diese Pointe am Ende gekommen ist und er hat die konstante Reimkette gehabt, da, wie der vielsilbig findet, ist kein Schluss. Darauf die ganze Zeit strong, ist sehr, sehr strong. Man könnte jetzt argumentieren, okay, diese Dedication trotzdem die ganze Zeit weiter zu rappen, auch wenn die Karriere einem nicht das Leben finanziert, ist mega bewundernswert eigentlich und hat ja diesen Anime-Spirit auch komplett in sich, aber trotzdem starke Punchline. Oh nein, Alter, das ist so ein Lyrical-Miracle-Ding jetzt, was er gerade macht. Die ausgelutschtesten Reime seit
25 Jahren jetzt hier reinzubringen. Reihenweise Leichenteile, Eingeweide, deine Beile, keine Reime und so weiter und so fort. Das hat man tot gehört. Das ist so ein Ding, das würde man, glaube ich, nicht mal mehr freestylen. Das hat keiner dir erlaubt. Guck, der schneidet deine Eingeweide leichenweise aus und deine Leichenteile. Du hast nur die gleichen. Er hat halt echt die Atmung noch nicht drauf live, ne? Also er merkt so richtig, er wird auch schnell dünn mit der Stimme, weil der Sauerstoff da einfach fehlt. Fehlt halt, glaube ich, noch ein bisschen die Routine. Drauf. Meine Reime, sie sind meine, aber deine sind geklaut. Du bist viel zu leichtsinnig, mein Brudi, aber hier nach so Blech wie Nozuzuki, Mann, ich komme nach Krefeld. Sie haben Blech wie Nozuzuki finde ich auch cool. Diese Reimketten-Sache jetzt hier danach, die hätte er komplett sein lassen können. Da war weder Gegnerbezug noch Anime-Bezug noch irgendwas Nennenswertes. Eine Frage, wer ist dieser Junge? Ich bin der letzte Hokage. Schwacher Abschluss. Schwacher Abschluss. Ich würde insgesamt jetzt im Fazit sagen, auch hier wieder erst Castro sehe ich vorne, weil er in zwei Parts die konstanteren, stärkeren Punchlines hatte. Sein Kontrahent hier hatte wirklich, wirklich gute Momente. Wie gesagt, diese Reimkette hier am Schluss mit der starken Pointe und auch an vereinzelten Stellen eine gute Reimtechnik und so weiter, fand ich gut. Aber seine Live-Präsenz, seine noch mangelnde Konstanz und seinen Stimmeinsatz, an dem er auf jeden Fall feilen muss und teilweise Lines, wo man sich denkt, hä, was hat das hier zu suchen? Was auch teilweise bei Escastro so war, sorgen halt dafür, dass ich ihn aber letzten Endes unten sehe und Escastro dann doch nochmal deutlich drüber. Nichtsdestotrotz hat er wirklich kluge Angriffsflächen gewählt, das kann man nicht anders sagen. Aber nach meinem Geschmack auf beiden Seiten noch etwas zu viel Larifari drin. Respekt, so muss das sein. Bruder Kuss. Das war's, das war das Battle, ey. Das war nur einmal süß. Das muss ein cooles Gefühl sein. Besser ist, ob One Piece besser ist, ob Naruto besser ist. Wenn die wieder kommen sollten, schreibt's unbedingt in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall dafür. Geile Energy, Alter. Nee, hat mir gefallen. Fand ich cool. Es wird definitiv nicht in die krassesten Battles aller Zeiten eingehen, aber es ist, sagen wir mal, es ist einfach nett. Einfach nice. Kann man sich gönnen, kann man sich geben. Wenn es sowas wieder gibt, gucken wir uns das auf jeden Fall auch wieder an. Und schaut doch gerne auch mal auf Twitch vorbei, wenn ihr das auf YouTube gesehen habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Link ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.